So, guten Abend. Ja, also ich finde, es ist schon ein schweres Kapitel. Es gibt manchmal so Kapitel, da kann man gar nicht Stopp machen. Ne? Da will man jeden Vers da so in gelbe und rote irgendwie Farbe tunken. Hier ist irgendwie ein bisschen schwieriger. So ernsteres Thema irgendwie, ernsteres Worte auch richtig so, ja, man spürt da so richtig diesen, auch nicht die schönsten Worte, nicht die schönsten Komplimente, die zu verschiedenen Menschen, die da jetzt gesagt werden und eigentlich schon interessant. Ich habe da einen interessanten Artikel gefunden, gerade über dieses Kapitel. Das ist eigentlich hier, es gibt 7 Vergleiche, die er hier nimmt oder benutzt und dass es zu der Liebe eines echten Hirten gehört, eben vor Gefahren zu warnen oder zu schützen. Und das nimmt er sich hier tatsächlich ein ganzes Kapitel. Vor falschen Lehrern, vor Verführungen, ja, vor irgendwie Leute, die diesen Gläubigen was falsch erklären, böse Leute, dass sie es eben erkennen können. Und das sind auch heute deutlich so Warnungen, die wir auch heute, glaube ich, gebrauchen können. Das erste waren diese unvernünftige oder diese natürliche Tiere, Vers 12, 13. Und Tiere, wissen wir, die haben auch eine Seele, irgendwie so eine sterbliche, aber keinen Geist. Also nichts, was, die können nicht mit Gott in Beziehung treten. Ja? So, keiner hat, glaube ich, eine Kuh auf der Wiese gesehen, die plötzlich darüber nachdenkt, warum bin ich denn da, warum lebe ich und wo ist der Schöpfer, mein Schöpfer und wie kann ich mit dem in Beziehung treten. Sogar Hunde, die jetzt sehr treue Tiere sind oder weiß nicht, Katzen, die da jetzt viele als Haustiere haben, die stellen sich da keine Gedanken, wo komme ich her oder wo gehe ich hin oder was ist mein Sinn, mein Dasein. Also es beschränkt sich alles auf dieses Irdische. Und hier, ich weiß jetzt nicht, kann man das so sagen, aber diese falschen Lehrer sind auch eben Menschen, die diese Beziehung zu Gott nicht so irgendwie haben. Und ihr ganzes Streben ist irgendwie hier auf dem natürlichen Leben, auf der Erde ausgerichtet. Sie leben so, als gäbe es nach dem Tod nichts mehr. Wie wilde Tiere, ungezügelt, hemmungslos, begehen sie ihren Sünden am hellen Tag. Vers 13. In den Augen von Menschen kann es sein, dass sie manchmal auch faszinierend wirken, aber Gott hat da wirklich so ein klares Urteil, wie Tiere. Und die Warnung für uns ist hier, lasst uns nicht zu denen gehören, die auf das Irdische sinnen, sondern dass wir unser Streben eben einfach darüber hinaus ausrichten. Das zweite Vergleich war Flecken und Schandflecke, 13, zweite Hälfte. Und das sind diese Verführer, die sich unter die Gläubigen mischen, die einen frommen Anstrich haben, die wollen irgendwie einen Anteil auch an der Gemeinschaft haben. Sie kleiden sich mit dem eigentlich weißen Kleid des christlichen Bekenntnisses, halten aber unter dem christlichen Deckmantel ihre ganzen Betrügereien fest. Ja, und für wahre Christen sind dann in Gefahr, dass man da gemeinsame Sachen macht, dass man da diese Flecken, Schandflecke, so wie es in Gottes Auge ist. Also irgendwie so interessantes Bild auch hier. Und ja, für uns so eine Mahnung, ja, dass dieses eben hier nicht diese Kompromisse eingehen und nicht gemeinsame Sachen machen, dass man nicht irgendwie so einen christlichen Anstrich etwas gibt und eigentlich trotzdem voll in dieser Welt ist oder mit dem bösen Treiben irgendwie mitmacht. Der dritte Vergleich war hier Augen voll Ehebruch, Vers 14. Diese falschen Lehrer führen oft ein ausschweifendes, unmoralisches Leben. So, auch im zweiten Vers. Dieser Ausdruck eigentlich Augen voll Ehebruch ist so eine übertragene Bedeutung. Sie bekennen sich zu Christus, nennen sich Christen, aber die Augen schauen immer wieder nach anderen Frauen, anderen Männern und nach Möglichkeiten irgendwie wie man irgendwie sündigen kann oder
für man irgendwas, was ins Herz gefangen nehmen kann. Ja, wir sehen hier auch, dass die Leute werden treiben nicht nur Ehebruch, sondern versuchen auch noch andere dazu zu verleiten. Und das ist dann irgendwie auch besonders schlecht, oder das wiegt besonders schwer hier irgendwie in dieser Beschuldigung, dass man eben die eh schwach sind oder schwächer sind, dass man die jetzt praktisch da auf sie zugeht und für die jetzt einfach diese Gefahr nimmt. Die Warnung auch wieder hier für uns, dass wir mit unseren Augen einen Bund machen. Ja, das hat Hiob mal gemacht, ja. Auch mit den Augen des Herzens und lassen uns nicht umherschweifen, sondern richten uns eben allein auf Christus. Ja, der vierte Vergleich, ich glaube, wurde auch jetzt schon gesagt, aber dieser Weg Bileams. Und da finden wir im Neuen Testament drei Warnungen in Bezug auf Bileam. Und zwar, Petrus warnt hier vor dem Weg Bileams. Bileams hat sich ja doch auf diesem eigentlich überreden lassen. Er hat schon diese Verbindung mit Gott gehabt und hat erstmal widerstanden, aber als dann wirklich die Geschenke immer größer wurden, als die Männer, die zu ihm kamen, immer wichtiger waren, da war doch sein Inneres, was im Herzen doch auch da war, eben diese Habsucht. Er wollte eigentlich das, was er geistliche Fähigkeit oder Möglichkeit, dieses, was er geistlich hatte, wollte er auch dazu verwenden, um materiell hier einen Gewinn daraus zu schlagen. Und das ist im Endeffekt, wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Judas warnt uns auch vor dem Irrtum Bileams. Sein Irrtum bestand darin, dass er glaubte, dass er gleichzeitig Prophet Gottes Wahrsager sein und Wahrsager sein könnte, der sich bezahlen ließ. Und in Offenbarung wird auch von Bileam gewarnt. Und damit benutzt Petrus hier in Bileam auch als Bild eigentlich für so einen bösen Lehrer, der sich selbst von niedrigen Beweggründen leiten lässt und dass er sich auch zu sündigem Treiben verleiten lässt. Gott tritt solchen bösen Propheten entgegen und Gott trat ihm entgegen, er warnte ihn, er hat ihn tatsächlich darauf hingewiesen, sogar durch den Esel, die Eselin, die dann gesprochen hat. Aber hier für uns, hier die Warnung, prüfen wir unsere Motive. Suchen wir in unserem Dienst für den Herrn seine Ehre oder manchmal auch unseren eigenen Vorteil? Und wenn Gott für uns irgendwie warnt, wenn er Stoppschilder in den Weg stellt, dann wollen wir sie nicht missachten. Der fünfte Vergleich war Quellen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, hier Vers 17 und 18. Und hier warnt Petrus vor Leuten, die sich als Quellen anbieten, die mit Gottes Wort hantieren, aber deren Reden stolz und nichtig sind. Rhetorisch mag manches ausgefeilt sein, aber es bringt keinen Segen und hält eine Überprüfung anhand der Bibel nicht statt. Und vielleicht kennen wir das heute gerade auch, wenn man durch irgendwie YouTube oder man hat ja verschiedene Möglichkeiten, da Andachten ohne Ende irgendwo, aber wenn man sich mit so Halbwahrheiten dann halt abgibt, also Halbwissen sagt man, ist auch gefährlich, ja. Dann nimmt man von da einen Vers und daraus strickt man irgendwie eine Geschichte und wenn man dann genauer hinschaut, oder ist eigentlich, wenn man wirklich nachfragt, wo steht es genau, weiß ich nicht. Was ist damit gemeint, weiß ich nicht. Aber der hat es gesagt. Und das ist dann irgendwie hier auch so, man ist dann so tappt wie im Nebel hindurch und sieht eigentlich gar nicht klar. Es ist nichts Greifbares irgendwie plötzlich da. Man predigt vielleicht, was gerade in ist. Man dreht sich die Fahne irgendwie nach dem Wind, aber am Ende löst sich es einfach in nichts auf. Es war kein Wasser da, kein Regen, kein Segen für die Erde, sondern es war nur ein Schein. Die Warnung für uns, wir wollen nicht Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. So auch in Epheser 4, 14. Lassen wir den Geist Gottes in uns wirken, sodass Ströme lebendigen Wassers aus uns hervorkommen. Schön geschrieben. Sechster Vergleich war Sklaven des Verderbens, Vers 19. Und hier benutzt Petrus die Beschreibung von Merkmalen falscher Lehrer und noch das Bild von Sklaven. Diese Lehrer würden sich wahrscheinlich nie als Sklaven bezeichnen. Und Sklaven ist ja auch heute doch etwas eigentlich
hat einen negativen Touch, würde ich mal sagen, eine Gebundenheit. Ja, eine, und also wenn jemand im Gegenteil eine zügellose, mit einem zügellosen Leben eine größtmögliche Freiheit irgendwie propagiert, dann ist diese vermeintliche Freiheit doch die, führt zur Sklaverei der Sünde. Und der Herr Jesus sagt, jeder, der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Johannes 8, 34. Dieser besessene Gadarener ist davon vielleicht ein, ist auch ein treffendes Bild. Nichts konnte ihn binden. Er war eigentlich äußerlich frei. Und doch war er innerlich, gab es keinen gebunden, also mehr gebunden wie ihn. Er war wirklich gefangen, indem er war ausgestoßen, Außenseiter. Er hat keine Gemeinschaft gehabt mit den Menschen. War in dem völlig gefangen. Nur wer den Sohn, nur wen der Sohn frei macht, der wird wirklich frei sein, Johannes 8. Und auch Römer 6 beschreibt diese Befreiung ganz ausführlich. Von der Sünde frei gemacht und Gott zu Sklaven geworden. Also letztendlich, Sklave hat einen negativen Touch, klar. Aber wenn man sich freiwillig jemandem dient, wenn man sich entscheidet für den König aller Könige, für den Herrn aller Herren, dass man ihm dient, und dann muss man nicht demjenigen dienen, der dich sonst versklavt in seinen, mit seinen Lügen. Die Warnung für uns hier, suchen wir nicht vermeintliche Freiheit im Eigenwillen und in der Sünde, sondern lassen uns immer wieder neu von der Liebe Christi überwältigen. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch Sklave, als Sklave unterworfen, 2. Petrus. Vers 19 war das ja. Ja, und der 7. Vergleich war der Hund und die Sau. Vers 20 und 22. Ein Hund bleibt ein Hund, auch wenn er für eine gewisse Zeit seiner natürlichen Neigung nicht nachgeht. Und eine, ja, ich habe das auch schon erlebt, das kann auch das Ausgeschiedene wieder zurückfressen. Und eine Sau bleibt auch eine Sau, wenn sie gewaschen ist. Also was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Johannes 3, 6. Die alte sündige Natur kann nicht kultiviert oder verbessert werden. Früher oder später wird sie sich wieder in ihrer Hässlichkeit zeigen. Ja, also fand ich jetzt so ganz interessant. Ja, die Warnung noch hier. Diese Verse sind nicht gedacht, um wahre Kinder Gottes, die noch Zweifel an ihrer Rettung haben, zu verunsichern. Denn Kinder Gottes sind nicht nur den Befleckungen dieser, der Welt entflohen, sondern dem Verderben. 2. Petrus 1, 4. Sie sind aber sehr wohl eine Warnung an die bloßen Bekenner. Deshalb die Frage, bist du echt? Bist du schon von Neuem geboren? Und um im Bild zu bleiben, das Schaf fällt zwar auch mal in den Dreck, aber es fühlt sich dort nicht wohl und ist froh, wenn es wieder herausgezogen wird. Also irgendwie so ein ganz interessantes Bild fand ich, was mir irgendwie geholfen hat, dieses Kapitel so ein bisschen auch da hier diesen roten Faden oder dieses Ermutigende da auch zu sehen. Gott möge uns segnen. Einige sind im Urlaub. Wir sind heute, glaube ich, schneller fertig. Vielleicht machen wir auch eine kleine Runde, dass wir nochmal so über das austauschen. Ansonsten wäre ich durch und schließe mit Gebet.